flüstert gerade viel. Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde in Silence. Wieder aus dem Halloween-Stream. Das war unsere dritte Runde. Ich wollte sie euch nicht vorenthalten, weil wir sind ein bisschen besser zurechtgekommen, haben das Spiel so langsam verstanden. Und diesmal geht es wirklich so um das Überleben, ob wir vielleicht entkommen können. Wir sind besser zurechtgekommen. Ich habe die Einstellung ein bisschen geändert. Und wir hatten zwei Randoms auch am Start. Wird auf jeden Fall ein bisschen witzig, nicht mehr so gruselig wie in der ersten Folge noch. Wir sind jetzt Männer geworden und würde mich auf jeden Fall über ein Abo und ein Like freuen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aber sonst erstmal viel Spaß mit der wunderschönen Runde in Silence. So, alles klar, Sven. Viel Spaß, wir sehen uns im Voice Chat. Okay. So. Fallschneller. Der Kon Escaper, okay. Okay, Sven hat sich nicht gut. Dann mach ich das. Gut, jetzt habe ich diesmal keine Map unwahrscheinlich, oder? Ne, jetzt habe ich keine Map. Okay, ich kann schnell mit Dinger auf machen. Gut. Okay, wir starten beim Auto. Gut, dass ich das immer vergesse. Direkt bei der Waffenkammer gestartet. Schauen wir einfach mal, wie das so wird. Okay, ich hab schon mal einen Reifen. Und eine Bärenfalle. Okay. Okay. Ich hab jetzt noch einen Reifen. Links im Zelt ist noch ein Radio und eine Bärenfalle. So. Not the deutsch, alright? Hintergrund, Jungs. Und mehr. Gib mir das, wenn ich wieder. Ja, diesmal habe ich leider keine Map. Hallo Nils, willkommen im Chat. Habt ihr das ein bisschen anders eingestellt, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, die Sachen zu machen, weil wir einfach absolute Noobs sind? Also zwei von uns zumindest. Deswegen. Gab es ein Halloween-Update bei Silence? Es kann sein. Wir haben es heute erst. Wir spielen heute das erste Mal. Deswegen kann ich leider jetzt nicht so genau sagen, ob es ein Update jetzt gab. Aber ich kann. Ich meine, thematisch wird es passen, weil hier so viele Halloween-Kürbisse rumstehen. Weiß nicht, ob es die vorher gab. Noch ein Reifen, ich bin so ein Russell-Reifen. Den Reifen nehme ich mal mit. Alles klar. So. Zweiter Reifen. Yeah. Yeah. Okay. Okay, das ist drauf. Jetzt hat er maximale Sicht. Was? Ja, noch gibt's ja noch keine Leichen, ne? Also es wird erfolgreich abgewehrt. Aber okay. Ja, kann gut sein. Das bei der Flashbang. Wenn es die vorher nicht gab, dann ist es vermutlich auch wegen Halloween. Das kann also gut sein. Ich habe noch kein einziges Haus betreten, aber immerhin schon mal zwei Reifen. Alter, diese Hexe. Das Auto ist jetzt durch eine fliegende Hexe. Weiß nicht, ob es die auch vorher gab. Ich finde zum Beispiel dieses Spiel so im Prinzip her so an sich ganz cool, weil du hast auch so Random Perks am Anfang. Du dann einfach nutzen kannst.
Also du, dass du, dann hast du so ein bisschen andere Startbedingungen, das finde ich zum Beispiel ganz cool. Also zum Beispiel so, was weiß ich, so also andere asymmetrische Multiplayer-Game-DBD zum Beispiel. Du baust ja selber deine Perks und so, da ist und. Ne? Und hier hast du quasi so eine Spielweise vorgelegt. Das finde ich tatsächlich eigentlich ganz cool. Treibstoff, nice. Was denn? Das Meter. Noch ein Radio, das bringt mir nichts. Ist mit dem Haus noch was, bevor ich wieder zurückgehe. Ich will immer Tee für Taschenlampe drücken. Ich hasse Teddys. Ne? Ich mag also so diese. Ja, wirklich. Vor allem, man sieht auch zwischendurch eine Hexe hier rumfliegen. Oh Gott. Zur Ablenkung würde ich sagen. Das Rad, also damit kannst du den bisschen ablenken. Dann reagiert auf die auf das Soundgeräusch davon. Ist jetzt meine stumpfe Behauptung. Ich brauche jetzt ein paar Bären fallen, damit ich die Batterie mitnehmen kann. Hat die Batterie so für die. Achso, okay. Na gut, dann hätte ich die mitnehmen können. Schade. Aber Batterie habe ich ja noch voll, das stimmt. Aber da war ich. Hier sind zwei Batterien auf jeden Fall. Drei, alles klar. Hier ist Easy Snack. Das hier ist wirklich Easy Snack. Puh. Aber das ist eine rhetorische Frage, um zu gucken, wie krass ich schon bin. Also so die Fiktion, so im Groben kennt ich glaube ich schon, also die kann man sich ja schnell herleiten, sag ich mal. Hier ist der Tor. Okay. Aber wir sind jetzt noch keine gestorben, finde ich ganz gut. Aber bestimmt waren die alle jetzt im Auto und hoffen, dass jetzt... Hallo? Hallo? Sven? Hallo? Hallo? Erik, hast du die Schlüssel? Zufällig? Ich habe Reifen und Treibstoff. Okay, das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur die Schlüssel. Ja. Ah ja, genau, die Schlüssel waren in der Schublade. Ja, stimmt. Okay. Dafür waren die Schubladen auch Idiot, ey. Ja, okay. Hallo. Fail von mir. Fail. Habe ich gar nicht. Ich habe die Schlüssel nicht mehr gedacht. Kacke, ey. Aber ja. Nein. Wenn ich ihn getarnt habe, dann müssen wir jetzt wieder eins der Häuser suchen. Er ist wenigstens gestorben, ne? Er hätte vielleicht Spiel benutzt. Ja, okay. Gibt es aber jetzt. Ich glaube, mit dem Auto klingt das mal so, als wäre es fortgeschritten für neue Schlüssel. Dann gehe ich am besten in ein Haus. Nehme das einmal mit. Okay, ich glaube hier. Ja, okay, ich habe die Karre gefunden. Okay. Scheune heißt gleich Karre. Geradeaus. Die Map ist immer gleich, ne? Aufgebaut. So vom Stil her. Ich glaube, das war ja bisher immer so, so dass Scheune ist so eines der ersten Sachen so. Also, oder sind die Häuser auch so, sag ich mal, random. In der Nähe vom Messfeld war auch ein Haus, genau. Das sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das immer gleich eben. Weil halt die dann wahrscheinlich die Item, auf, also die Item auftragen müssen halt mal anders. Ich will immer T drücken, das ist kacke. Okay, guck, kannst du schon mal durch.
Warst du oben schon? Nein, du. Jetzt. Okay. Oben sind drei Bärenfallen. Achtung. Okay, wir brauchen noch die Schlüssel. Denk dran. Ich habe eine Rakete gefunden. Hilft uns das auch? Schieß sie zum Mond. Damit können wir ihn herlocken. Ich habe ihn vertippt. Okay, hier sieht aber alles schon durch Forst aus. Okay. Oben wurde auch schon durchsucht. Nächstes Haus. Okay, ich hab's doch da. Kann ich eben so ein bisschen gucken. Hast du eine Map? Ja, ich hab's doch da. Ja, also ich folg dir dann. Fangen wir jetzt im Schwänzlegen. Kann der Schlüssel auch ein Scheunen sein? Ich glaube in den Schubladen. Deswegen glaube ich so wahrscheinlich, dass er da ist. Bei der Scheune ist er auch das meiste andere. Okay, dann eben zum nächsten Haus. Wir haben ja jetzt schon hier, jetzt haben wir schon 15 Minuten gebraucht, also ich, ja, normale Zeit wären wir jetzt schon wieder RIP, aber von so, zum, so ein bisschen reinfinden schon mal ist, finde ich ganz okay. Was machen wir mit Hunden? Hoffentlich ist das kein Fehler. Ich hab den Hund gerade getötet, oder? Kann das sein, dass ich den Hund jetzt geopfert habe? Oder hat er irgendwie so einen höheren Sinn, dass er dich irgendwie zu dem letzten Ding bringt oder so einen Hinweis macht oder so? Achso, du sollst mich jetzt verkackt mit dem Hund. Scheiße. Hallo? Ja. Okay, du bist auch da. Ich hab den Hund freigelassen, dann kam der Monster an. Ich glaube, ich habe den Hund gedoomt. Ja, habe ich auch gesehen und gehört. Autoschlüssel am Start, Junge. Ich habe Schlüssel. Ich habe auch einen Autoschlüssel. Los, Mann. Wohin, Sven? Ich bin oben am Balkon. Wo bist du? Ich bin vor dem Haus jetzt. Vor dem Haus, Junge. Wo bist du? Hallo? Okay, wir müssen in... Okay. Hast du jetzt auch Autoschlüssel? Ich habe auch Schlüssel. Also wir können auf jeden Fall abhauen. Geil. Zwei Autoschlüssel in meinem Haus. Scheiße. Ich habe da auch noch eine Batterie gefunden. Ja, in der Scheune ist noch ein Reifen und Treibstoff. Ich hab beides da oben liegen lassen. Perfekt. Das ist bei uns gewesen, oder? Ja, das ist gerade direkt rechts von dir vorbeigelaufen. Das hatte ich so oft heute mit dem Kerl da.
Oder mit C oder mit S. Ja, bitte kein Sexualität-Shaming hier. Ja, mit dem Computer, Entschuldigung. Mit dem Computer. Es ist ein liebes Wesen, dieses Monster. Wir sind in unserem Territorium, ja. Das Ding hätte mich so oft killen können, aber ich bin jedes Mal noch abgehauen, weil ich jedes Mal zum Glück noch Batterien gefunden habe. Das ist so nice. Ich sehe das Auto! Ich sehe das Auto! Weißt du, wie viele von uns noch leben? Sind wir noch zu viert oder zu dritt? Ich habe keine Ahnung. Die anderen gedoomt? Ne, wir waren noch alleine, ja, ist klar. Kein Ding. Easy Snake! Ja, geil! Ach, geil. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far.